Denn wir werden beginnen mit wie man so schön sagt, der größten Demokratie der Welt. oh ja. Das ist ja das, was die USA nicht mehr von sich behaupten können, sondern das wird jetzt immer bei Indien gesagt. Die größte Demokratie der Welt wählt einmal wieder für die nächsten 5 Jahre. Und wir haben ja beide schon auch mal in einem anderen Stream gesagt, dass wir nicht die größten Indien-Experten sind. Nee, da wurden wir auch schon gefragt, ne? Von daher ist es auch, ich finde auch so ein bisschen wie beim Überblick generell, dass es auch immer wieder Themen gibt, wo wir beide selber halt nicht so tief drin sind, aber wo wir auch dann uns Sachen erschließen oder dann mit euch darüber im Gespräch sind und Sachen halt darstellen erstmal und wiedergeben. Und das werden wir jetzt auch bei Indien tun und bei den Wahlen, die jetzt gerade anstehen. Gucken wir mal rein. Die Wahlen in Indien in diesem Jahr entscheiden darüber, wer das Land in den nächsten 5 Jahren regieren wird. Der amtierende Premierminister Narendra Modi geht als Favorit für eine dritte Amtszeit in die Wahl. Es handelt sich um den größten demokratischen Urnengang der Geschichte und die Zahlen sind unglaublich. 10% der Weltbevölkerung sind wahlberechtigt. Das sind 968 Millionen Menschen, also mehr als die Bevölkerung der USA, der EU und Russlands zusammen. Hat sie gerade gesagt, dass nur 10%? Nein, die Leute, die in Indien jetzt wahlberechtigt sind, sind 10% der Ach Weltbevölkerung. so. Ich finde heute, meine Auffassungsgabe ist sehr gering. Also, das ist natürlich schon beachtlich. Ich hätte jetzt sogar gesagt, mehr als 10%, aber wow, das ist echt krass. Ja. Die Wähler sind über ein riesiges Land verteilt. Ich bin hier in der Millionenstadt Delhi, wo es relativ einfach sein wird, die Stimmzettel zu den Menschen zu bringen. Aber die Wahllokale müssen für alle in diesem riesigen Land erreichbar sein. Vor dieser enormen logistischen Herausforderung steht die indische Wahlkommission. Sieht man ja schon, wie gut es um diese Wahlkommission bestellt ist. Hier das C von Kommission ist kurz davor, irgendwie so einem Soldaten auf den Kopf zu fallen. Hat wirklich schon bessere Zeiten gesehen. Ein unabhängiges Gremium, das in der Verfassung verankert ist. Bei Rajiv Kumar laufen alle Fäden zusammen. Everybody is looking towards us. Alle schauen auf uns. Wir sind die größte, wir sind die älteste Demokratie. Unsere Aufgabe ist es, absolut makellose Wahlen in einem absolut freien und fairen Umfeld mit gleichen Wettbewerbsbedingungen durchzuführen. Der Prozess erstreckt sich über fünf. Was Spoiler, glaube ich, nicht mehr der Fall ist. 45 Tage mit unterschiedlichen Zeitplänen für die Bundesstaaten. Dieses Gemeindezentrum in der nordindischen Stadt Noida ist eines von 1 Million Wahllokalen in ganz Indien. Wahlhelfer Rajesh Babu wird demnächst die Wahlkabinen aufbauen. Ich freue mich, für die Wahl arbeiten zu dürfen. Ich bin ein Teil unserer Demokratie und ich sehe es als meine Pflicht an, meinen Beitrag dazu zu leisten. Rajesh Babu wird einer von 15 Millionen Wahlhelfern sein. Das sind mehr Menschen, als in 214 Fußballstadien des FC Bayern München passen. Sie bewachen die Wahl. Okay. Ich liebe immer diese wirren Vergleiche mit irgendwas, um das zu verbildlichen. Ja, komm, aber das ist ja wirklich so. Irgendwie in den USA verwendet man Fuß, in Spanien Meter, bei uns Fußballfelder. Ja, die älteste Demokratie ist Halli, da wird auch immer von gesprochen. Nur noch nie gehört. Das ist auch eigentlich so die Beschreibung. Also, wirklich? Ja. Also das hat mich tatsächlich auch irgendwie ein bisschen gewundert gerade. Echt? Also ich hatte das tatsächlich jetzt auch nochmal, ich hatte einen kurzen Beitrag auch von Arte über Indien geschaut, irgendwann vor einigen Tagen, da wurde es auch eben benutzt und da war halt eben auch ganz stark dann natürlich die Rede davon, dass Indien schon sehr, sehr an der Grenze ist halt diesen, also eigentlich das halt das Einzige, was noch ansatzweise so normal funktioniert in für eine parlamentarische Demokratie halt diese Wahlen sind. Ja, aber warum denn älteste Demokratie? Ich kann es ich meine, der indische Staat ist 1948, 46, ich weiß es gerade nicht genau, doch in seiner Form gegründet worden und
Ich habe das halt jetzt tatsächlich immer gehört, wenn darüber geredet wurde. Ja, keine Ahnung, vielleicht stehe ich da auch total auf dem Schlauch. Aber ich hätte jetzt auch eher irgendwie gesagt, die Vereinigten Staaten. Anscheinend nicht. Ich meine, ihr könnt ja gerne nochmal reinschreiben, ob das halt auf irgendwas Besonderen fußt. Ich kann es jetzt auch nicht sagen, aber ich habe das halt tatsächlich immer gehört, wenn es um Indien ging, und auch in letzter Zeit wurde es immer wieder hervorgehoben, weil es ja halt diese große Gefahr für die Demokratie eben in Indien gibt. Vielleicht mögen sie auch einfach nur Superlative. Ich meine, wenn man schon die Größte ist, dann muss man auch die Älteste sein. Kabinen überwachen die Menschenmassen und transportieren ein zentrales Element der Wahl, die elektronischen Wahlmaschinen. 5,5 Millionen solcher Wahlcomputer werden zum Einsatz kommen, so viele wie nie zuvor. Die indischen Wahlgesetze besagen, dass es im Umkreis von 2 Kilometern um jeden Wohnort ein Wahllokal geben muss. Das bedeutet, dass die Wahlhelfer die Wahlmaschinen in alle noch so abgelegenen Gebiete bringen müssen, wie hier in die Himalaya-Region Ladakh. Sie werden schmale Brücken überqueren, die Ausrüstung per Boot oder Hubschrauber ans Ziel bringen und auf verschneiten Pfaden durch Berge wandern. Das ist schon ganz geil, oder? Irgendwie hier diese Wahlmaschinen halt irgendwo. Ja, komm, irgendwo gebracht werden. Das ist auf jeden Fall so jetzt, sagen wir mal, schon eine sehr, sehr schöne Propagandageschichte für die Demokratie. So. Ja. Guck mal hier, der Parlamentarismus wird selbst in die entlegensten und rückständigsten Gebiete reingebracht, weil das ist das große Gut, was wir allen zukommen lassen wollen, die Wahl. Ich bin mal gespannt, ob die jetzt tatsächlich auch noch auf Kritik, wahrscheinlich dann zumindest in so einem Nebensatz, müssen die ja drauf kommen. Wahrscheinlich Hindu-Nationalismus, das Wort könnte ich mir vorstellen, dass das fällt. Berge wandern. Diese Wahlen sind kostspielig. Indische Forscher gehen vorsichtig geschätzt von Kosten in Höhe von 14,4 Milliarden US-Dollar aus. Der Gewinner wird am 4. Juni bekannt gegeben. Die 17 Parlamentswahlen in der demokratischen Geschichte Indiens wurden noch nie angefochten. Doch die Opposition stellt nun die Unabhängigkeit der Wahlkommission in Frage und wirft ihr vor, sie bevorzuge die regierende BJP. Man kann sicher Teile der indischen Politik kritisieren, aber eine geringe Wahlbeteiligung gehört nicht dazu. Tatsächlich ist sie hier höher als in vielen kleineren, reicheren, weniger komplizierten Demokratien. Es wird erwartet, dass über 2/3 aller wahlberechtigten Inder in den kommenden Wochen wählen gehen. Jo. Also es ist ja wohl auch so, dass in allen Vorhersagen das sehr deutlich wird, dass Mahmoodi wieder an die Macht kommen wird. Ja, also ich glaube, die Frage ist jetzt, wie viele Sitze dazu gewonnen werden für das Bündnis rund um die BJP. Also es gibt ja auch keine wirkliche Zweiteilung, glaube ich, in der indischen Politik, sondern der Hauptkonkurrent ist ja so die indische Kongresspartei, die, glaube ich, in den ersten Wahlperioden Indien immer so angeführt hat. Aber es gibt halt so eine starke Nord-Süd-Spaltung in Indien. Also das muss man ja sowieso sagen, Indien ist ja einfach herbe kulturell divers so. Und dann gibt es halt so ein paar Bundesstaaten im Süden, die dann von der indischen Kongresspartei kontrolliert werden und dann eben noch ein paar, die von anderen Parteien. Aber die BJP hat eigentlich da schon eine sehr, sehr starke Dominanz. Und warum es halt so wichtig ist, dass, also für Ramudi jetzt, dass er halt so, dass es darauf ankommt, mit wie viel Abstand er diese Wahl gewinnt, liegt halt daran, weil er halt Verfassungsänderungen vornehmen will. Und ich glaube, die gehen halt erst ab einer gewissen Wählerschaft für die eigene Partei. Ja, gut, das ist natürlich nochmal eine wichtige Ergänzung dann dazu. Aber ich glaube, vorher hatten die auch schon die absolute Mehrheit, ne? Und jetzt ist nur die Frage, wie viel mehr noch. Ja. Also mehr als 50% der Sitze hatten sie auf jeden Fall. Ja, das ist dann jetzt das, wo noch drauf gewartet wird. Ja. Und vielleicht kann man auch noch grundsätzlich was zu Ramudi sagen, weil es wird ja, wie gesagt, keine Veränderungen geben. Ich glaube, es gibt als Opposition halt auch so eine, also das ist gerade schon mal kurz gesagt, aber das ist auch, glaube ich, so ein Parteienbündnis aus der gesamten Opposition, also weil die halt auch alleine viel zu schwach sind.
oder zumindest größten Teilen der Opposition. Und okay, wir werden hier getrollt. Und dementsprechend reicht das halt trotzdem nicht, um jetzt halt Mahmoudi da vom Thron zu stoßen. Und ja, es ist halt eine ultrarechte Regierung, eine ultranationalistische Regierung. Und das ist sehr bedrohlich und sehr, sehr abgefuckt, weil Indien ja auch in der imperialistischen Konkurrenz in der letzten Zeit wirklich sehr, sehr nach vorne gekommen ist und sogar dabei ist ja China halt Konkurrenz zu machen. Also eine sehr bedrohliche Situation, wenn der noch mehr Macht bekommt. Müssen wir jetzt winken? Ich strike mal nebenbei Ja, hier mach das mal. diese Leute. Ja, und was man auch noch natürlich dazu sagen kann, ist, dass es nicht nur gefährlich aufgrund von der Außenpolitik ist, weil Indien ja auch, sagen wir mal, eine deutlich stärkeren Konfrontationskurs mit der Chinesischen Volksrepublik sucht, aber vor allem natürlich auch mit dem Erzrivalen Pakistan, was natürlich auch Kooperation beispielsweise mit Brasilien unter Bolsonaro, aber vor allem auch Israel gibt, ist ja auch die Sache, dass es innenpolitisch einfach absolut katastrophal für die Minderheiten ausschaut. Also allen voran natürlich Muslime, die zum Hauptfeind im Innern eigentlich auserkoren wurden und eigentlich so auch immer wieder als fünfte Kolonne Pakistans gesehen werden, beziehungsweise auch als die große demografische Bedrohung, sind ja seit dem Kurs zur stärkeren nationalistischer Politik unter der Führung von Modi eigentlich konstanter Repression und vor allem auch konstanter paramilitärischer Straßengewalt ausgesetzt. Deswegen spricht man ja auch häufig eben vom Hindu-Faschismus bei dem Besprechen von eben diesen paramilitärischen Strukturen, die auch dann häufig an die BJP noch mit angegliedert sind, die dann im Endeffekt versuchen, so eine paramilitärische Massenbewegung auf der Straße aufzubauen. Was trifft natürlich nicht nur Muslime, auch beispielsweise christliche Konvertiten sind auch immer wieder von gewaltsamen Übergriffen betroffen, ethnische Minderheiten, gerade in den ostindischen Provinzen, wo es viel ethnische Fragmentierung gibt, separatistische Bestrebungen. Und das ist natürlich jetzt auch, sagen wir mal, so ein Konflikt, der sich da zuspitzen kann, wo auch in so einem Fall man vielleicht tatsächlich dann auch irgendwann ein Anziehen von den autoritären Maßnahmen sehen könnte, wobei ich jetzt auch nicht glaube, bei der starken Einbindung, die Indien hat, dass es recht wahrscheinlich ist, dass es da zu einer richtig faschistischen Machtübernahme kommt. Das ist aber vielleicht tatsächlich was passiert, wenn sich einfach die internationale Konkurrenz zwischen den Machtblöcken zuspitzt und Indien auch einfach aufgrund seiner Wichtigkeit mehr Autonomie vom Westen erhält und es dann einfach im Inneren notwendig wird, wenn tatsächlich irgendwie eine parlamentarische Opposition an die Macht kommt. Aber ich glaube, so wie jetzt gerade die indische Demokratie ausschaut, hat Modi eigentlich alles da drin, was er braucht, um sein Ja. Projekt für Indien umzusetzen. Ja, es ist ja schon weitestgehend auf eine Einparteienherrschaft von seiner Partei zugeschnitten. Und diese Wahlen kann er sich halt gut erlauben, wie wir das ja auch schon dann eben auch, glaube ich, in der Faschismusfolge jetzt erst besprochen haben, dass halt diese ultrarechten Regierungen, die es dann halt gibt, und Indien ist halt eben eine davon, das auch einfach nicht brauchen, in dem Sinne dann halt so eine komplette Diktatur zu errichten, weil diese Wahlen dann eben noch eine Legitimierung für die Herrschaft seiner Partei halt zumindest schaffen. Und das nimmt er halt natürlich gerne mit. Sadi, du hast noch geschrieben, dass es eben diese Grenzstreitereien zwischen China und Indien gibt, die seit Jahren schwellen, und auch das ist natürlich immer eine große Gefahr. Kann ja auf jeden Fall eine Empfehlung aussprechen. Das ist ganz unterhaltsam, sich das anzuschauen. Wäre es nicht so drastisch natürlich nebenbei, weil die Leute dann ohne Schusswaffen auch häufig diese Grenzstreitigkeiten ausführen. Dann hast du halt diese einfach nur
ja, im Endeffekt mit ihren Fäusten und Stöckern bzw. Keulen bewaffneten Soldaten, dieser beiden hochgerüsteten Supermächte, die dann aufeinander eindreschen oder sich mit irgendwas bewerfen. Eine Grenzstreitigkeit, weil sie wollen natürlich nicht schießen, weil dann wird es zu einem Grenzscharmützel kommen. Ja. Das ist mir bescheuert. Gibt auf jeden Fall Videos davon, kann ich nur empfehlen. Interessant finde ich aber auch in Indien, dass es halt dieses gigantische Land macht es natürlich auch schwer, immer zu regieren. Also klar gelingt es halt, weil es halt eine große Unterstützung für diesen ultranationalistischen Kurs gibt, vergleichsweise gut für Modi, das halt zu, das zu bewerkstelligen. Aber es ist ja so ein Land mit so vielen Kämpfen, ja auch, es gibt ja auch eine maoistische Volkskriegsbewegung in Indien und so, die halt dann da auch in Teilen, glaube ich, sogar Gebiete befreit hat, wenn ich mich nicht irre, oder war das nur in den Philippinen? Nö, nee, also es gibt bis jetzt immer noch, auch wenn die Gebiete stark zurückgegangen sind im Osten von Indien, Teile, die von maoistischen Milizen kontrolliert werden. Mhm. Natürlich jetzt nicht in dem Sinne von, dass es einfach einen tatsächlich de facto existierenden Parallelstaat gibt, wie jetzt irgendwie mit sowas wie Transnistrien in Moldawien oder so, so muss man sich das jetzt nicht vorstellen, sondern sagen wir mal starke Guerillakontrolle. Und das gibt es, wie gesagt, auch in anderen Teilen. Also Khalistan hatten wir, glaube ich, auch schon mal in einem, was an Weihnachten haben wir, glaube ich, darüber geredet, wo jemand die Frage gestellt hat, sowas ist natürlich ein eingeschlafener Konflikt. Aber auch im Osten von Indien gibt es noch teilweise Hunderte oder Tausende Soldaten zählende separatistische Milizen von einzelnen Volksgruppen, die immer noch in einem bewaffneten Konflikt zum indischen Staat stehen. Ja, und das, dieses Land halt komplett zu befrieden, ist halt auch sehr schwierig. Ja, also es ist eigentlich immer noch, könnte man so sagen, das, was ja häufig heutige Nationalstaaten, wie der, in dem wir leben, dann gerne verleugnen, ist einfach auch diese gewaltsame Einigung, die da drin passieren muss. Und auch die Homogenisierung der Bevölkerung, das Auslöschen kultureller, ethnischer, religiöser Differenzen. Und das ist im Endeffekt das, was Indien als ein besonders großer und besonders diverser Staat eigentlich bis heute macht, um die Herrschaft wirklich auch vereinheitlicht durchsetzen zu können. Und das, was Indien ja auch braucht, also solange es halt diese Vereinheitlichung unter dieser nationalistischen Führung nicht gibt, umso schwieriger wird es natürlich, sich halt in der imperialistischen Konkurrenz durchzusetzen. Und halt dann halt, also klar gibt es halt viele Standortvorteile vielleicht, weil es einfach viele Menschen sind und so. Als ein Beispiel, und es halt eine große Landmasse ist, die man halt dann teilweise auch noch ausbeuten kann. Aber das ist halt, denke ich, auch gerade das Wichtige für Indien, und das wird auch und das ist das oberste Ziel gerade. Okay, ich würde sagen, das als kleiner Einblick.